Guten Tag bei der Fortsetzung beim Blick ins Labor. Wir werden die Kalibrierung, das Kalibrieren mit den Möglichkeiten, die wir im Labor haben, noch um einen Schritt erweitern. Wir haben ja bereits das Power Supplies an DAC Reference Adjustments haben wir gemacht. Das sind diese berühmten 10 Volt, die wir bereits eingestellt haben. Das hat ja ganz gut funktioniert. Wir haben diese 9,9 Volt, 10 Volt haben wir eingestellt und so eigentlich die Basis gelegt, dass alle Spannungsreferenzen okay sind. Was wir auch noch machen können, ist, wir können diese DAC-Referenz, also 210, einstellen. Das ist möglich, das geht auch noch mit den Labormitteln, die wir zur Verfügung haben. Das Ziel ist, dass wir das Delta T, also den Cursor, den Vertikal-Cursor, von links bis rechts symmetrisch einstellen können und die volle Breite haben von 2,5 Volt. Das heißt, von links und rechts sollte die volle Breite zur Verfügung stehen und dann sollte es auch noch symmetrisch sein. Zu diesem Zweck benötigen wir wieder das DMM und wieder unser berühmter Sockel, der IC-Sockel, der J119, diesmal Pin 13. Das DMM einstellen, entweder automatisch oder wenn Sie einen Bereich wählen müssen, dann 1,5 Volt. Und jetzt müssen wir das D, Delta T, das ist dieses hier, müssen wir auslesen und das stellen wir jetzt counterclockwise, also gegen den Uhrzeigersinn, stellen wir das voll auf Anschlag und schauen mal, was rauskommt. Da sollte 1,25 Volt rauskommen. Das machen wir das Gegenteil auf die Clockwise, also im Uhrzeigersinn, auch wieder 1,25 Volt. Wir lesen diese beiden Werte aus. Das ist wird gemacht. Schreiben wir das mal auf. Und das Total dieser beiden Werte ziehen wir ab vom Vollwert von 2,5 Volt. Diesen Wert, den teilen wir noch durch 2 hier, den wir da erhalten. Und jetzt nehmen wir den 2010, den wir auf dem A5-Board finden. Diesen 2010, den verändern wir jetzt um diesen Wert, den wir jetzt ausgerechnet haben. Wir addieren diesen Wert dazu. Und diesen Schritt, den wiederholen wir, bis wir dann ein Total von 2,5 Volt erreichen. Das geht vielleicht 2, 3, 4 Mal hin und her, aber ist eigentlich relativ einfach zu bewerkstelligen. Ich werde Ihnen das jetzt im Video zeigen und dann haben wir doch noch einen Schritt mehr kalibriert mit den normalerweise zur Verfügung stehenden Labormitteln. Zuerst die Einstellungen auf der Frontseite gemäß Instruktionen im Service Manual sollten wir hier auf 100 Mikrosekunden einstellen. Das ist das Erste, das wir machen müssen. Dann zeige ich Ihnen, wo ich hier meinen Ground eingestellt habe. Das ist, hier gibt es einen extra Ground Pin und hier habe ich das digitale Multimeter gegroundet. Dann müssen wir weitergehen und jetzt die Einstellung hier vornehmen. Das heißt, ich muss den Delta T hier drücken. Das ist der vertikale Cursor auf der einen Seite hier. Genau. Das machen wir nun. Und jetzt müssen wir als erstes den Cursor clockweise auf die eine Seite schieben. Das haben wir jetzt gemacht. Und dieser Cursor ist jetzt auf der rechten Seite. Und jetzt gehen wir zum berühmten Pin 13, der da vorgeschrieben ist, zu unserem IC-Sockel 119. Den IC-Sockel sieht man hier. Hier. Und wir brauchen jetzt den Pin 13. Pin 13, der zweitletzte, der ist hier. Pin 13. Genau. Und hier schauen wir jetzt noch, was für eine
Ausgabe ist auf dem DMM, das sollte 1.2.5 sein, möglichst nahe, das werden wir jetzt anschauen. Messinstruktionen müssen wir anfangen mit gegen den Uhrzeigersinn, also wir legen den Cursor oder drehen den Knopf ganz nach links, also gegen den Uhrzeigersinn und messen jetzt den Pin 13 aus und schauen, was da kommt. 1, 2, 5, diesen Wert notieren wir, 1, 2, 5 und drehen den Knopf jetzt auf die ganz andere Seite, also CW mit dem Uhrzeigersinn auf die andere Seite, das habe ich getan und messen noch einmal den Pin 13. Und stellen wir fest, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 9. Sie sehen, dass ich da, das notieren wir wiederum, 1, 2, 4, 9. Sie sehen, dass ich da schon sehr nahe bin, weil ich natürlich diese Prozedur bereits gemacht habe. Die Differenz wäre jetzt hier sehr, sehr klein, aber ich rechne das jetzt trotzdem aus. Das ist noch 0,001, ganz kleine Differenz. Und diese Differenz, gehen jetzt wieder zurück, diese Differenz dividieren wir durch 2, bleibt ja nichts mehr übrig, und diese Differenz sollten wir dann mit dem Potentiometer auf der Position E, das heißt gemäß Manual, die Position E ist eben clockwise, also im Uhrzeigersinn. Wir gehen wieder zurück auf die Position mit dem Uhrzeigersinn, messen nochmal Pin 13 aus, 2, 4, 8, 9. Und jetzt könnten wir hier ganz, ganz wenig am Potentiometer drehen, damit das noch ein bisschen höher ist. Aber ich mache jetzt da hier nichts mehr, das ist schon so sehr genau. Das Potentiometer werde ich Ihnen noch rasch zeigen. Hier gibt es verschiedene Varianten, die je nach Board, das Sie haben, ist das Potentiometer ein bisschen anders. Bei mir sieht es so aus. Ich will Ihnen das rasch zeigen. Jawohl. Das ist dieses Potentiometer hier. Das ist dieses Potentiometer, dieses hier. Und an diesem Potentiometer drehen wir, bis wir eben von links bis rechts 1,25 Volt haben. Und dann stimmt unser Cursor wieder. Wenn ich jetzt das bei mir noch überprüfe, nehmen wir das 13, 1, 2, 4, 9 auf der einen Seite. Und jetzt gehe ich auf die andere Seite, komplett auf den Gegenuhrzeigersinn und habe ich 1, 2, 5. Also wenn ich jetzt das, diese minus 1, 2, 5 mit den auf der anderen Seite 1, 2, schauen, 1, 2, 4, 9 zusammenzähle, komme ich schon auf meine 2,5. Also hier sind wir sehr nahe. Man kann jetzt noch ein bisschen pröbeln und auch noch das letzte, die letzte Kommastelle herausdrehen. Aber ich denke, wenn Sie in diesem Bereich sind, können Sie durchaus zufrieden sein. Und jetzt sind die Cursors, die Vertikal-Cursors sind jetzt absolut symmetrisch. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.